Das Labyrinth kehrt in den Lernspielparcours der Altstadt zurück. Gleich mal. Das Labyrinth hier auf dem Marktplatz ist eins unserer Lernspielgeräte in der Altstadt. Wir haben ja so eine Art Lernspielgeräte-Parcours. Irgendwann haben wir damit mal begonnen. Das ist vielleicht für Sie auch ganz wichtig, Herr Jarosch, weil es Veränderungen gab in den Sicherheitsbestimmungen für solche Spielgeräte. Ganz früher gab es in der Altstadt so Wackeltiere. Ja, genau, überall. Ne, okay, die, ja. Also die waren dann auf einmal nicht mehr erlaubt. Mhm. Auf Pflaster, sondern es hätte für jeden einen Fallschutz geben müssen. Und so haben wir angefangen mit der Idee, sogenannte Lernspielgeräte aufzubauen. Hier haben wir eine bisschen andere Situation auf dem Marktplatz. Hier haben wir ja theoretisch haben wir dann auch mal diese Fläche, diesen Fallschutzbelag auch noch mal aufgebracht, um auch ein paar Bewegungsspielgeräte. Und dieses Labyrinth ist eigentlich ein ganz, kennt man ja so ein bisschen, aber in Holz, genau. von früher. Und das Gerät war leider, wie das auch manchmal so vorkommt, im öffentlichen Raum zerstört. Mhm. Nicht, weil es in die Jahre gekommen war, sondern weil es wirklich zerstört worden ist. Vandalismus hat man leider ab und zu mal. Wir wollen uns ja aber von den Vandalen sozusagen nicht das Schöne kaputt machen lassen. Und deswegen sind wir der Sparkasse sehr dankbar und Ihnen ja auch als Filialleiter, als Neuen, dass Sie uns hier unterstützt haben in unserem Projekt Raum für Kinderträume mit 500 Euro und uns auch weiter bei anderen Aktionen in dem Zusammenhang unterstützen wollen. Wir als Berliner Sparkasse engagieren uns gerne für den Spandauer Kiez. Wir sagen, wir zeigen Gesicht im Markt. Für Kunden, für Spandauer sind wir da und wir freuen uns, dass wir dieses Spielzeug den Kindern hier wieder in der Altstadt übergeben dürfen, mit ihnen gemeinsam. Wir sehen, wie die Glockenhopse genutzt wird. Es ist immer schön, wenn man hier langläuft und sieht, wie die Kinder dieses Angebot auch nutzen. Daher werden wir weiterhin Engagement für den Spandauer Kiez zeigen. Wir haben da eine tolle Partnerschaft, die wir gerne fortsetzen möchten und werden. Da sind auch schon die ein oder anderen Projekte hier im Gespräch, wo wir dann demnächst wieder erfolgreich zusammenarbeiten werden. Ich freue mich. Das Spielgerät ist Teil des vom Projekt Raum für Kinderträume errichteten Lernspielparcours, welcher sich quer durch die Altstadt zieht und zur Nutzung der motorischen Fähigkeiten von Jung und Alt einlädt.